das nennt. Jeans, Hemd, Sakko, Lederstiefel aus den 60s, Yves Saint Laurent. Cypress Hill gefällt mir, M.I.A. gefällt mir. Das weiße Band habe ich gesehen, 12 Monkeys habe ich gesehen. Ich auch. Der Kaufhorn von Venedig habe ich gesehen. Citizen Kane habe ich gesehen. F wie Fälschung habe ich gesehen, V wie Vendetta habe ich gesehen. Es geht um 5 junge Menschen, die sich im Internet durch die sozialen Medien die sich kommunizieren, die dort nur über soziale Medien kommunizieren. Alle an die Bar! Drinks für alle! Ich und Lola Orban. Ich und Pia Lustenberg. Da stelle ich Kerzen auf, ringsherum. Da lese ich Gedichte und gucke in den Himmel. Es geht darum, dass die sich in einen Strudel von Fotos, von ich war auch dabei und ich auch verlieren. Da gucke ich ihm beim Tanzen zu. Da bemerkt er mich. Da nähert er sich. Da sage ich dir was ins Ohr. Er spielt auch Harfe. Und stellt Schmuck her. Er und ich, das ist total inspirierend. Wir ziehen uns gegenseitig hoch. Da lesen wir gerade im Park was zusammen. Wir behaupten immer eine Realität. Und dann wird die aber immer zugespitzt, sodass klar ist, dass die Realität, die wir gerade angenommen haben, dass es die ist, doch nicht sein kann. Da blase ich sämtlichen Typen hinten im Lager ein. Da ficken mich ein Angestellter nach dem anderen durch und spritzen auf mein Gesicht ab. Da werden Gewalt- und Pornografieexzesse wirklich explizit beschrieben. Da fordert der Zollbeamte mich auf, den Wagen gegenüber Tür C abzustellen. Da hole ich einen Revolver aus dem Handschuhfach, da schieße ich dem Zollbeamten in die Schulter. Ich auch, ich mehr, ich auch. Du hast so und so viele Freunde, ich habe so und so viele Freunde. Du hast das gemacht, ich habe noch was viel Besseres erlebt. Ein permanenter Fortschritt, der aber dann natürlich ganz tragisch auch wird. Da komme ich nach Hause, da mache ich eine Packung Schlaftabletten leer, da mache ich eine Packung Antidepressiva leer. Plastiktüte über den Kopf! Da habe ich Erstickungserscheinungen!